Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch wieder zum Yoga-ABC. Die Maren ist wieder dabei. Und wir sind schon angelangt beim Buchstaben I. I wie Iliosakralgelenk. So, und als kleine Information nochmal für euch, was das Iliosakralgelenk überhaupt ist. Die Maren liegt hier schon schön in Rückenlage. Für die erste Position, und zwar geht es beim Iliosakralgelenk um unseren unteren Rücken. Genauer gesagt um die Verbindung zwischen Becken, Beckenschaufel und Kreuzbein. Also die Verbindung zwischen den Beinen und dem Rumpf. Und dieses Gelenk hat relativ wenig Spielraum, Bewegungsspielraum. Das, was oft zu Rückenschmerzen in diesem Bereich führt, ist auch nicht das Gelenk selbst, sondern die Muskulatur und die Faszien, die da drum liegen und die oftmals vom vielen Sitzen und von einseitigen Bewegungen, die wir so in unserem Alltag haben, einfach so ein bisschen verspannt sind. Und dafür sollen die nächsten drei Übungen euch helfen, so ein bisschen mehr wieder die Geschmeidigkeit in der Muskulatur zu finden, sodass dieses Gelenk und der ganze Bereich rundherum schön entspannt ist. Für die erste Position, liebe Maren, darfst du mal deinen rechten Fuß, dein Sprunggelenk auf dein linkes Knie legen. Genau. Wir haben hier eine Hüftöffnung, das heißt, wir drehen hier schon in dem Hüftgelenk den Oberschenkelknochen zur Seite. Das alleine ist wohltuend für den unteren Rücken, fürs Iliosakralgelenk. Und wenn du ein bisschen weiter gehen möchtest, kannst du mit deinen Händen dein linkes Bein greifen, entweder in die Kniekehle oder einmal komplett ums Schienbein rum. So wird diese Dehnung in der Außenseite vom Oberschenkel und in der Hüfte etwas stärker. Spürst du das? Ja, definitiv. Ja? Ist angenehm? Guter Schmerz. Ja, guter Schmerz, okay. Achtet darauf, dass ihr manchmal, wenn man so das Bein greift, dann ziehen sich so die Schultern hoch, dass ihr die Schultern wirklich geerdet lasst. Die Schulterblätter liegen schön auf und ihr genießt diesen Kontakt, die Länge im unteren Rücken. Schön angenehm, ne? Mhm. Hier gerne ein paar Atemzüge bleiben. Und zum Schutz von deinem rechten Knie kannst du diesen Fuß hier Flex machen. Ja, wenn du merkst, es ist unangenehm vom Druck her im Knie oder einfach vorbeugend diesen Fuß Flex lassen, dann ist das Kniegelenk geschont. Nochmal tief einatmen und aus und dann löst du langsam wieder auf. Für die zweite Position könnt ihr genauso liegen bleiben wie für die erste, ganz angenehm. Die Füße sind aufgestellt, recht nah am Gesäß, sodass du mit deinen Händen, mit deinen Armen, wenn die Arme lang sind, die Fingerspitzen berühren fast deine Fersen, so ungefähr. Das ist die Ausgangsposition und dann schiebst du deine Fersen tief nach unten und hebst dein Becken nach oben und rollst auf die Schultern. Das ist die Schulterbrücke und im Ausatmen ganz langsam Wirbel für Wirbel roll wieder ab. Und das wiederholst du so ein paar Mal. Immer das Einatmen ist das Becken heben vom Boden weg und das Ausatmen ist das langsam zum Boden zurückgehen. Du kannst auch deine Arme aktivieren, die Arme wirklich flach und lang in den Boden schieben, auch die Oberarme, die Handflächen, alles nutzen. Und ein paar Mal so hin und her und wirklich darauf Acht geben, dass du das Wirbel für Wirbel machst, nicht einfach hoch und wieder tief, sondern dass du das ganz geschmeidig nacheinander alles wieder ablegst. Sehr gut, mach das zweimal mehr. Die dynamische Schulterbrücke. Und einmal noch. Füße schieben tief, Knie ziehen so ein bisschen aufeinander zu und dann leg langsam wieder ab. Unsere dritte Position startet im Vierfußstand. Die Maren hat sich schon bereit gemacht. Neutrale Wirbelsäule hier. Ein ganz langer Rücken parallel zum Boden. Hände sind schulterweit weit aufgefächert und deine Knie sind genau unter der Hüfte ausgerichtet. Und mit der Einatmung hebst du jetzt deinen Brustraum nach vorne oben, ganz klassisch Katze-Kuh. Und im Ausatmen schieb den Boden nach unten, saug den Bauchnabel nach innen und lass den Kopf sinken. Sehr, sehr gut. Im Einatmen die Vorderseite deines Körpers dehnen und im Ausatmen die Rückseite deines Körpers dehnen. Auch hier stell dir vor, das passiert alles Wirbel für Wirbel und ganz geschmeidig. Wieder Platz schaffen im ganzen Rücken und eben auch im unteren Rücken und im Becken. Sehr gut. Und das noch ein paar Mal mehr. Wunderbar. Und nochmal in die Rundung gehen.
das Mal in deinen Herzraum. Zum Ausatmen schieb dich in eine lange Kindeshaltung zurück. Dein Becken erden. Das ist ganz angenehm. Wenn du jemanden in der Nähe hast, lass dir gerne mal ein bisschen Gewicht auf den unteren Rücken geben. Kann man auch sanft von rechts nach links schaukeln. Eine kleine ausgleichende Bewegung. So, und das war's auch schon zu unserem Buchstaben I, wie Iliosakralgelenk. Wir hoffen, dass ihr mit den Übungen was anfangen könnt. Die sind super, wenn man die auch zwischendurch einfach mal, wenn man nur 5 Minuten hat oder so, und ein bisschen was tun will, einfach in den Alltag mit integrieren kann. Da muss man nicht irgendwie groß eine Yoga-Praxis von 90 Minuten machen. Genau, und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit dem Buchstaben J. Bin schon gespannt, was das wird. Bis dann. Tschüss.